Also Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ich gehe angeln. Wie ihr seht, das Wasser ist noch nicht hier im Hintergrund zu sehen, aber bald. Wir haben jetzt uns auf den Weg gemacht zu einem kleinen Waldsee mitten im Wald. Da kommt man auch wirklich nur zu Fuß hin. Wir müssen da ein paar Stunden hinwandern. Was wir da machen werden, wir werden dort jetzt so eine Nacht übernachten, direkt im Wald. Also quasi, wir werden zwei Tage Survival machen. Also für mich Survival, für die anderen einfach nur so Outdoor-Erlebnis. Wir sind zu dritt, zwei Kollegen sind mit dabei. Unser Gast ist doch noch angekommen. Die sind da hinten gerade Pilze sammeln, damit wir heute Abend auch was zu essen haben. Nur für den Fall, was nicht passieren wird, dass wir keine Fische fangen. Aber man weiß es ja nie. Es war bis jetzt schon ganz schön anstrengend. Bergauf, jetzt geht's bergab. Also bergab ist gut in diesem Falle. Also ich werde mir auf jeden Fall Brot krumm legen für den Fall, dass ich die beiden verliere, dass ich auch wieder zurückfinde. Das hat ja auch ja super geklappt bei Hänsel und Gretel auch. Ne? Wisst ihr ja, damit ich nicht im Wald von irgendeiner Hexe Baba Yaga aufgefressen werde. Da soll eine Hechte Barsche drin sein, die wir auch zum Überleben heute benötigen. Ob das alles klappt, ich meine, ich habe alles dabei. Treu ist eingepackt. Hier hinten der Rest, also was heißt der Rest? Schlafsack und halt so ein paar Köder, ein paar Sachen, die man halt so braucht. PlayStation, iPad, Internetantenne. Ach, und wir haben uns noch Essen mitgenommen, das wir schon gefangen haben, beziehungsweise gesammelt haben. Das seht ihr gleich. Ich weiß schon, dass es hier auch Zecken gibt. Bin mir sicher, dass es auch einen Weg zum See gegeben hätte. Ja, ich habe eine richtige Zeckenphobie. Jetzt stelle ich mal kurz meine Sachen ab. Die roten hier? Ja, ja, die sind super. Die kannst du einfach so essen. Die sind bestimmt mit Absicht so rot gemacht, dass man die leicht findet, dass man die sozusagen auch schön aufessen kann. Ne? Also Leute, hier ist unser Team. Wir haben den einzigartigen, überkrass, überdimensionalen Survival-Gott Deutschlands. Europas. Erster und bekanntester Abenteurer. Ja, fast 1 Million Abonnenten auf YouTube, also mach die mal voll. Okay, was wir machen werden, haben wir ja schon gesagt. Ich hoffe, ich werde die Sache überleben. Aber ich sag mal, mit der Expertise hier, wo ich mir fast sicher bin, Hubertus, wirklich, dass es bestimmt auch einen Weg direkt zum See gegeben hätte. Nee, gibt's nicht. Nee, ist wirklich hier komplett durch den Wald. Also Hubertus sagt, hier gibt's keine Zecken. Die gehen nur auf Hasen, Victor. Hase. Nur wenn du eine Hase riechst. Nur riesengroße und dafür richtig viele. Ich hatte keine einzige nach meinem letzten Survival-Trip. Und ich habe überall hier am Boden gelegen. Fritz, wie hältst du das mit der Credibility von Hubertus bis jetzt? Ja, es ist spannend, ne? Also wir waren ja einmal unterwegs, aber so hier auch noch nicht. Schauen wir mal. Du kannst ja einfach am nächsten Morgen sagen, wie so die Nacht auf den Mülltüten war. Dann kannst du vielleicht selbst entscheiden. Genau, man braucht keine Isomatte. Das ist Luxuskram. Wir gehen ja hier also auch nicht in einem 5-Sterne-Wellness-Hotel, sondern wir sind hier draußen. Ne? Und die Mülltüte können wir halt für den Müll gebrauchen, den du produzierst. Und als Schlafsack, beziehungsweise Schlafsack, als Isomatte. Wir machen dir nämlich aus Moos ein schönes Bettchen. Also ich habe einen im Rucksack. Deine Moosmülltüte oder deine... Nee, eine schöne Isomatte, ja. Vertrau mir, Victor. So, Hubertus muss auch immer übertreiben, ey, wirklich. Und irgendwie langsam kommt bei mir so dieses Gefühl auf, dass Hubertus überhaupt gar keinen Plan hat, wo wir langlaufen. Wie finde ich eigentlich diesen Hasen da? Schreibt mal in die Kommentare, der da so hängt. Aber wie viel Fliegen verträgt ein Hase eigentlich, damit man das noch essen kann? Alle. Alter Roberto, das ist nicht dein Ernst, letzte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe nur die erste Zecke in meiner Hand. Ey, ich sterbe. Ich würde lieber von einem Bären gefressen werden. Okay Leute, ich habe mich jetzt... Ich musste mich jetzt trennen von den Beinen. Hubertus wollte unbedingt wieder durch den Matsch, aber diese Zecke hat mir den Rest gegeben. Ich laufe jetzt hier diesen wunderschönen Waldweg lang und der See ist schon da unten. Ich laufe dann einfach am See lang und treffe mich dann mit denen. Aber jetzt nochmal über Stock und Stein und dann 2 Stunden Zecken absuchen. Die Zeit investiere ich lieber ins Angeln dann, da bin ich ehrlich. Echt ein traumhafter See hier, muss man wirklich sagen. Und diese Lichtung hier ist auch echt geil. Hubertus und Fritz, die sind da irgendwo. Die haben schon gerufen. Also ich versuche sie zu überreden, dass wir dann auch
hier bleiben, weil hier ist es echt, echt geil. Hier hat man Sonne, da hinten ist ja Wald. Ich weiß nicht, wo man unbedingt im Wald schlafen muss. Aber gut, in der Zeit werde ich einfach mal ein paar Würfchen schon mal machen und einfach mal antesten. Hallo! Da seid ihr ja. Das ist mein Traumlagerplatz. Sonne? Ja. Und heute Nacht? Wir müssen morgen früh um 4, 5 Uhr wach werden, weil die übelst kalt ist. Wind, Tau. Wir haben kein Zelt, Victor. Ja, aber deswegen müssen wir. Unser Zelt ist hier der Wald. Aber deswegen müssen wir uns ja jetzt noch nicht im Wald einkramen. Wir können ja noch das schöne Wetter genießen, oder Fritz? Macht man das nicht beim Outdoor sein? Da gibt es auch keine Regeln, da kann jeder, wie er lustig ist. Nee, da wird nicht genossen. Da wird einfach nur im Wald sich eingegraben. Außerdem hast du gesagt, du machst quasi alles fertig, mein Bettchen und so weiter. Hat das gesagt, Fritz? Nee. Du wolltest mir aus Mülltüten und Moos ein Bettchen bauen und den Hasen grillen. Und hast gesagt, du kannst dir dann die Fische besorgen. Dann hast du aber hier die Würmer zu sammeln gleich. Würmer? Wir essen richtige Fische. Hecht, Zander, Barsch. So Leute, also hat noch nichts gebissen. Ein, zwei Würfchen gemacht, aber ist nicht so schlimm. Wir werden gleich nochmal angeln. Wir haben ja Gott sei Dank unsere gefangenen Fische und Häschen mit dabei. Und jetzt zeige ich euch mal kurz unser Lager hier. Da werden die Hechte getrocknet, weil die heute ja auf zwei verschiedene Arten zubereitet werden. Also einmal die berühmten, berüchtigten Hechtnuggets von Hubertus Plus geräuchert. Und hier, was haben wir hier? Ein Hasen. Der sieht noch genauso aus wie vorher. Ich bin ja gespannt, wie dieser Hase ohne Fell aussieht. Ich dachte, das ist schon erledigt, Hubert. Was passiert jetzt, Victor? Du darfst jetzt mal Feuerholz sammeln und damit du wenigstens einen Beitrag geleistet hast hierzu. Also ich habe unser sozusagen ganzes Angelequipment hergestellt über Stock und Stein. Ja. Ohne dass wir, falls wir noch länger als einen Tag hier sein müssten, nicht überleben würden. Denk mal drüber nach. Okay, denk du mal drüber nach, dass wir jetzt eher mal Feuerholz brauchen. Nee, ansonsten kann es sein, dass heute noch einer noch Wildschwein bei dir vorbeikommt. Glaubst du nicht? Die haben nämlich sonst Angst. Du musst genug Feuerholz sammeln, Victor. Das ist der A und O. Entweder dein Geruch verscheucht die, das wird so oder so sein, aber zusätzlich hilft das Feuer. Visuell. Also ne? Die riechen dich und dann übers Feuer sehen sie dich auch noch. Also wir suchen uns gerade quasi eine Feuerstelle bzw. Lagerplatz, genau. Und worauf muss man dabei achten, Fritz? Nö, es ging nur darum, dass wir jetzt für eine Feuerstelle halt irgendwie was suchen, wo jetzt keine Wurzeln lang gehen, sondern gucken, wir haben hier halt schon mal Steine drunter, hier sind Steine, hier ist auch schon mal ein Stein, das ist schon wie so eine natürliche Senke, können wir ein bisschen ausheben. Und hier gehen jetzt nicht irgendwelche großen Baumwurzeln durch, wie zum Beispiel jetzt Gegenteil, hier drüben. Aber wenn du jetzt hier eine Feuerstelle machst, ist halt doof, weil hier ist ja direkt eine Baumwurzel. Ja. Da gibt es erstmal einen schönen Wurzelbrand und wir fackeln den halben Wald ab. Okay Leute, jetzt wird ein Baum gefällt, weil wir brauchen ein bisschen Feuerholz. Eigentlich können wir das Ding hier komplett anzünden, oder? Okay Leute, jetzt wird euch jetzt noch präsentieren, wie man Feuer macht, und zwar ohne Streichhölzer. Ja, ich habe halt immer so einen Feuerstahl dabei, ne? Geht halt nicht wirklich alle, also tausende von Zündungen, kann nass werden, keine Ahnung. Und was ich halt oft nehme, ist Birkenrinde, es gibt noch zig andere Varianten. Ich habe hier quasi so kleine Flocken auf. So, dann mache ich mir so ein kleines Hundernest, sag ich mal. Gucken wir mal, ob es jetzt schon geht. Ich habe es wirklich nur ganz schnell gemacht. Alter. Schon. Ja. War jetzt, du hast gesehen, die Flamme ist wieder ausgegangen, weil halt zu wenig da war. Wenn man sich mal eine Minute, zwei Minuten Zeit nimmt, dann geht das halt ganz easy. Dann brennt eher das Moos. Da, aber siehst du, da, genau die Ecke, die ich Angst hatte. Ja. Der nächste Schritt ist, wenn du die Flamme hast, dass du wirklich so einen kleinen Kram, so einen Reisig hier, weißt du? Mhm. So ganz viel so. Und dann legst du es drauf und dann ein bisschen größer und so weiter. Ne? Geil. Da würde ich sagen, ein kräftiges Ritsch drauf. Ritsch. Wir bauen hier gerade einen Naturgrill raus. Ich habe hier zwei verschiedene Varianten. Man kann entweder so eine Variante hier bauen. Da braucht man eine Astgabel zu. Wie das genau funktioniert, verrate ich euch nicht. Dazu könnt ihr bei mir auf dem Kanal vorbeikommen. Ach schön, wie du Selbstwerbung gemacht hast. Spaß, Leute. Relativ selbst erklären. Und hier kann man gleich ein Stück Hecht oder Hase halt drauflegen. Mhm. Und dann kann man das schön über dem Feuer halten. Zack, wenn es zu heiß wird, wieder runter. Oder man kann halt die Hitze besser regulieren. Ne? Mhm. So, Leute. Wir lassen jetzt schön die Glut runterbrennen. Und jetzt, Victor, werden wir den Hasen das Fell über die Ohren ziehen. Genau das Gleiche, was ich mit dir machen werde, wenn du jetzt dich gleich auch weiter Feuerholz sammeln gehst. Okay, Leute, also. Ihr habt ja sicherlich bei Fritz und bei Hubertus gesehen, wie jetzt dieses Kaninchen zerlegt wurde und das Fell über die Ohren gezogen wurde und. Und jetzt legt es hier auf dem Grill. Warte, jetzt kommen nämlich auch noch die Pike Nuggets dazu, also die Hecht Nuggets, die Fritz so liebt. Fritz, so, willst du das auch noch drauf haben? Final Moment. Sieht schon mal nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Jetzt.
und ich bin noch wirklich richtig am Sterben vor Hunger. Guck mal hier, wie geil das aussieht. Ey! So Leute, ihr seht es, die Sonne geht gleich unter. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, heute angeln zu gehen. Was nicht so schlimm ist, weil wir das ja alles mit hatten. Und wir haben sogar noch einen ganzen Hecht. Und werden dann wahrscheinlich morgen früh nochmal hier diesen See beangeln. Es hat einfach viel zu lange gedauert, jetzt alles hier vorzubereiten. Eigentlich ist es Arbeit, wenn man ehrlich ist. Ja, es ist ganze Zeit Arbeit. Lagerplatz suchen, auswählen, Feuer vorbereiten, Feuerholz. Aber Leute, dauert alles. Es ist geile Arbeit, ja? Weil man ist im Moment, man ist in der Natur, einfach geil. Ich finde, das ist ein Hammererlebnis. Hubertus. Und wir schlafen hier eins. Ganz gemütlich im es Wald, ohne Morgenstau. Sammler und Jäger. Richtig. Und du bist weder noch. Hubertus, ein Tier überfahren oder aufzusammeln, ich meine, das zählt nicht als Jäger. Aber mitgegessen hast du es auch. Ja, es war sehr lecker. Dir auch, oder? Ja, du bist ein guter Koch auf jeden Fall. Ja, das habe ich niemals bestritten. Ja. Und auch ein guter Sammler. Du hast das Kaninchen ja gut eingesammelt. Richtig. Wir bauen jetzt unsere Schlafplätze auf, beziehungsweise haben schon. Ich zeige euch mal kurz. Das ist das von Fritz mit isolierter Luftmatratze drinne. Hubertus hat auch sich eine Matte untergelegt. Ich habe gefragt, brauche ich eine Isomatte? Nein. Der Schlafsack hält bis minus 10 Grad. Komisch, dass beide so jetzt so gut equipped sind, weil ich zeige euch jetzt mal meinen Schlaflager, Leute. Weil es heißt dann auf einmal, so kurz bevor man jetzt ins Bett geht, ja, aber von unten kommt doch Nässe. Kannst dich doch nicht einfach so ins Gras legen. Ja, ich sag mal so, Leute, ihr dürft jetzt mal wirklich in die Kommentare schreiben, wer hier der wahre Survival-Typ ist. Gott sei Dank hat die noch ein paar Mülltüten dabei. Ich komme mir jetzt hier wirklich so wie der letzte Penner hier vor, ehrlich gesagt. Egal, ich werde es überleben. Es wird wahrscheinlich sehr kalt werden heute, ist ja jetzt schon Herbst. Vor zwei Tagen gab es ja auch Frost. Gut, ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, das ist ja eine Survival-Challenge. Morgen, Leute. Wir haben uns entschieden, aufzubrechen, damit wir rechtzeitig nachmittags bei unserem großen See sind, um halt, ich weiß nicht, ob ihr aufs Instagram das gesehen habt, da haben wir halt schon sehr große Barsche gefangen. Aber nichtsdestotrotz werde ich hier nochmal ein, zwei Würfchen machen. Vielleicht geht ja was. Genau. Damit wir nicht sozusagen nur zum Essen machen hergekommen sind. Jo. So. Fisch ist drin, das ist schon mal bewiesen, aber sehr clean. Aber schön dunkel, guck ich mal an, ey. Ist immer wieder erstaunlich, wie die sich so ihrem Gewässer anpassen. Okay, Leute, Abmarsch. Wir packen zusammen. Mehrere kleine Barsche gefangen, habe jetzt nicht alle aufgenommen, alle gleich, sehen alle gleich aus. Aber jetzt an unserem See, Leute, vielleicht knallt es da ein bisschen doller. Nicht viele, aber dafür sehr große Barsche. Hechte sollen auch groß werden, aber habe ich noch keinen erwischt. Also, wir haben es geschafft, wir sind jetzt auf unserem See. Wir fahren jetzt raus zur allerbesten Beißzeit, es ist ein bisschen Wind. Das heißt, eigentlich gutes Hechtwetter, mal sehen, ob wir auch einen Barsch erwischen, weil die sind hier nämlich monstermäßig. Habt ihr ja vielleicht gesehen, wenn ihr Instagram geguckt habt. Und Ziel ist heute für Fritz. Er kriegt ein persönliches Angeltraining, ja. Denn er hat ja vor kurzem seinen Angelschein gemacht. Genau, hat dabei den Code IGA5 verwendet, um 5% zu sparen. Das war sehr gut, danke nochmal Fritz, großes Ritsch an dich. Wir versuchen, dass er heute Hecht fängt, Barsch fängt. Das sind so die zwei Hauptziele, dass er mal einen Fisch hat, der auch richtig zappelt, dass wir ihn richtig, richtig heiß machen aufs Angeln. Genau, und das Wichtigste ist dabei, die Technik zu erlernen, nämlich erstmal Schleppangeln und dann Chicken. Jetzt geht's auf richtige Maschinen. Aber was war dein größter Fisch bis jetzt? Was war denn das? Hecht in Schweden habe ich gesehen. Naja, der war von Niklas. Was war das andere? Nee, in Norwegen. Dieses Ding. Ein Köhler. Du hast einen Köhler gefangen. Köhler oder sowas? Köhler, ja. Ja. So. Köhler. Der war. So groß war der Abstand zwischen den Augen, Leute, ne? Ja, klar. So ein Vieh, Alter. So ein Vieh. Okay, also das erste, was wir machen, Leute, ist schleppen, weil wir müssen da drüben, da werfen wir und auf dem Weg dahin ist es halt sehr, sehr tief. Im Freiwasser steht ab und zu mal ein Hecht und den versuchen wir zu fangen. Ja, Fisch? Ja, so ein bisschen runter, damit du den nicht noch mehr springen lässt. Erster Fisch. Geil. Ja, dass nach dem dritten Wurf noch kein Fisch dran war. Ja, schöner Hecht. Ah!
Nee, das ist so. So macht man's nicht. How to do it not. Ich immer selbst sagst du, ne? Ja, alles gut. Wie findest du das, dass er deinen ersten Hecht wegfängt? Das war eigentlich anders verabredet. Na, dafür muss man mir Hechtnuggets machen, würde ich sagen. Jawoll! Geilo. Wir überlegen noch, was mit ihm geschehen wird. Ne? Schöner Fisch, wa? Ja. Da taucht er wieder ab. Aber ist schon noch ein bisschen gemeint von Hubertus, ne? Jetzt einmal vorgemacht, jetzt kann er es nachmachen. So, da ist der erste. Geil, Fred. Oh, die Bremse. Oh, geil, Fred. Geil. Jawoll. Geilo. Fritzi, du alte Schlange. Keiner kann so hart und lange. Okay, so läuft das ja also. Ritsch. Junge, Junge, Junge. Nicht schlecht, hör mal. Krass, dass du auch schon den Hechtgriff drauf hast. Einfach. Ja, ne? Einfach so. Du hast das gelernt. Ja, ja, klar. Geiler Typ, ey. Something's in the water. Something I can't understand. Der Mond ist aufgegangen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Und es wird langsam frisch, die Sonne ist weg. Die Hechte haben das Beißen eingestellt. Wir schleppen natürlich jetzt trotzdem nochmal zurück, weil kostet ja nichts. Und dann geht's morgen in aller Frühe weiter. Aber es war ja schon mal erfolgreich für ein, zwei Stündchen Angeln. Nicht auszudenken, wenn Fritz erst richtig in Fahrt kommt. So wie jetzt gerade. Ich ruder mich erstmal warm. Guten Morgen, Leute. Wie ihr seht, es ist mega windig. Heute früh war es noch total windstill. Man sagt ja auffrischend in Gewitternähe. Und tatsächlich soll es heute Abend vielleicht noch, also heute Nachmittag, so ein kleines Gewitterchen aufkommen. Wir werden aber weiter rausfahren wie harte Survival-Männer, um einen weiteren Hecht zu angeln, der dann von den beiden zubereitet wird. Im Räucherofen, so ist der Plan, auf survivalmäßige Art. Also wir nehmen keinen Räucherofen mit, sondern wir bauen uns selber einen Erdräucherofen, Leute. Das seht ihr aber quasi bei den beiden auf dem Kanal, ich glaube bei dir auf dem Kanal. Yes. Richtig. Genau, bei Fritz. Aber bevor das stattfindet, muss der Hecht erstmal gefangen werden. Weil Hechte zu braten, bevor sie gefangen werden, ist meistens immer nicht so gut. Krebsernte ist erledigt, hier. Guck mal hier. Okay. Hier ist noch ein. Die Krebse werden dann auch nochmal zubereitet ordentlich. Oh, er hat nicht. Ja, jawohl. So Leute, er hat einen, Fritz hat einen. Der hängt ordentlich. Der macht hier alles. Der hat richtig gut geleckt. Kein Hecht ist voll sicher. Sauber, Fritz. Jawohl. Geilo. Oh, ich steige gerade, Alter. Geilo. Leute, sauber, ein bisschen Fritz. Wind und so. Geiles Ding. So, den kannst du jetzt auch schön versorgen. Leute, das ging ja schnell. Richtig geil. Und wenn dieser Hecht gewusst hätte, dass er jetzt in einem Erdloch zugeräuchert wird, dann hätte er wahrscheinlich nicht gebissen. Auf der anderen Seite wird er jetzt in den Händen von einem Fritz Meinecke gehalten. Das ist ja natürlich mindestens genauso gut. Das ist ein schönes Abschiedsgeschenk, würde ich sagen. Das war kein Ruck oder so, ne? Das war einfach nur... Na doch. Ja, hat's geruckt, richtig? Ja, ja. Wir konnten ja richtig sehen, direkt das vor dem Boot. Geruckt, aber ich war mir im ersten Moment nicht sicher, ob es wieder nur ein Haken irgendwie auf dem Fels ist. Und dann war er aber so nah dran, dass ich schon gesehen habe. Ja. Da ich so, ja, okay, das war auf den letzten 2 Metern oder so. Geil. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ey. Ja, ich bin gespannt, wie das mit dem Räucherofen wird. Und ich hätte nicht gedacht, also wirklich 2 Meter vorm... Ah, da war nochmal eine Zuckung hier, kurz erschrocken. 2 Meter vorm Boot plötzlich. Also nicht ganz hin, sondern kurz vor. Ich wollte ihn eigentlich gerade schon einleiern. Ja, da ist das Ding. Geilo. Ja. Ja, schon. Ja. Ach nee, oh Gott. Oh nein. Perfekt, hör mal, Victor. Oh nein. Das tut mir jetzt so leid. Das war nicht geplant so. Ich würde leicht berühren. Ja. Jetzt aber. Ah, wir? Ja. Ja, geil, Victor. Hör mal, du fängst die geile Barsche jetzt. Okay, der fühlt sich ein bisschen größer an, es sei denn, ich habe ihn wieder am Po gehakt oder so. Hammer, mach weiter. Oder scheiße, das war einfach gerade der nächste Wurf, der die Kamera gerade weggepackt. Oh ja, der ist schon schöner. Leute, sie werden ein bisschen größer. Wahrscheinlich habe ich gerade eine Feeding Frenzy ausgelöst, also ein Barschrausch. Ne? Wenn ein Barsch loslegt, dann kommen ja meistens so die anderen so bap, 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 bap hinterher. Ja, Fisch. Yes. Oh. Oh, ein guter. Leute, ein guter? Oh ja. Oh oh. Oh oh. Oh ja. Oh oh. Oh. Der ist besser, der Hecht, auf jeden Fall. Ist ein Hecht? Ja. Alter. Boah, richtige Maschine. Boah. Oder ist ein Riesenbarsch, Victor.
und der hing im Kraut. Boah, der macht sich auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber ist schon krass, dass er noch nicht hochkommt, ne? Mhm. Boah, vor allem übelst kampfstark. Ich habe den echt auf viel größer getippt. Boah. Jawoll! Geil! 360 Grad. Geil. Ja, echt auch dick. Wirklich schön. Da wir jetzt schon drei Hechte haben, darf der gut hier wieder schwimmen. Weil man muss nicht alles abknüppeln, das nennt man selektive Entnahme. Goodbye. Ja? Yes, Alter. Geil. Okay. Geil, oh, der nächste Hecht. Nächster Wurf, nächster Hecht, Leute. Ja. Alter. Alter! Instant im nächsten Wochen. Ja, also Hammer. Ein Beißfenster quasi. Absolut. Kurz vorm Gewitter. Der könnte sogar mal diesmal nicht in den Kescher reinpassen. Ja? Oh ja. Oh ja. Alter. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, oh. Das ist mein erster ordentlicher Hecht. Der könnte über 90 haben. Ach, safe. Alter. Ja, der hat auf jeden Fall über 90. Alter, Maschine, ey, was für eine Power die haben hier, ne, in Schweden. Oh, der ja. Könnte vielleicht sogar einen Meter oh, haben. Ja. Oh ja. Alter, geil. Fritz, der hat einen Meter. Alter, fuck. Das ist genau das, was Victor haben will. Leute, das ist eine Maschine. Vorsicht, Fritz, der könnte in die Fresse reinspringen. Oh, der ist kurz vorm Springen. Junge, Junge, Junge. Yes! 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 Direkt Haken raus. Geil! Geil! Wahnsinn! Alter, richtige Maschine, ey. Oh. Der hat einen Meter. Okay, Leute, die Aktion, die jetzt gerade passiert ist, die hatten wir nicht auf Kamera. Das hätte, also. Ja, gut, also wir wollten ein bisschen ans Schilf rudern. Und der Hubertus hält den Fisch unter Wasser und plötzlich sehe ich nur, wie der Fisch aus seiner Hand gleitet. Und Hubertus zum Hechtsprung ansetzt. Ich denke mir so, nein, bleib im Boot. Ja, Fisch ist weg. Hubertus ist noch am Leben und drauf und wir alle sind zum Glück noch trocken. Also, es war wirklich sehr, es war eine klitzekleine Panik an Bord, aber es war auf jeden Fall sehr. Was halt jetzt auch wichtig war, ich habe ihn einfach am Kiemgriff im Wasser gehalten, damit er erst mal zu sich kam. Dann wollten wir hier am Schilf nur ein Foto machen, aber dann ist er weggegangen. Es war auch gut so, weil er war jetzt wieder fit. Perfekt. Und was richtig geil ist, ist sozusagen auf so einem Ankerboot hier die übelste Panik, wenn das Boot von links nach rechts scheuert. Zeig nochmal eure Hände. Die sind ein bisschen dreckig, Leute. Kommen gerade aus dem Wald. Meine sind noch fein. Du kommst gerade frisch vom Spa. Genau. Zwei ereignisreiche Tage gehen zu Ende. Oder waren es nicht eher drei? Man weiß es nicht mehr. Oder vier vielleicht auch. Das ist alles ineinander geflossen. Richtig. Sagen wir eine Woche. Es fühlt sich an wie ein Monat. Ja, ich bin nur froh, Leute, dass ich das überlebt habe. Ich habe ja meine erste Survival-Übernachtungs-Challenge im Wald gehabt. Normalerweise hätte ich die locker überlebt, nur mit den Hinweisen von... Ich habe dir alles gesagt, Victor, du wolltest nicht hören, wie immer. Alles bis auf Isomatte. Also wir haben auf jeden Fall überlebt, dank deines genialen Essens und natürlich dank der genialen Outdoor-Tipps von Fritz Meinecke, dem Outdoor-Spezialisten schlechthin weltweit. Richtig. Alles klar. Wir durften dabei sein. Wir hatten die Ehre, als du deinen ersten Hecht gefangen hast. Tatsächlich, ja. Na, was heißt, ihr habt die Ehre? Ich habe die Ehre, dass zwei Profis mir das beigebracht haben, wie es funktioniert. Ja, von daher vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ja, ich habe den ersten Hecht gefangen und wir haben ihn auch noch verwertet. Mhm. Mehrfach. Mhm. Genau, und wenn ihr wissen wollt, wie wir die verwertet haben, dann schaut doch mal bei Fritz auf dem Kanal vorbei, würde ich sagen, oder? Ja, weil da wurde so viel verwertet. Also das schaut bei den beiden vorbei, auf jeden Fall. Zieht euch die Videos rein, die sind wahrscheinlich jetzt schon draußen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, wenn es heißt... Ich gehe angeln. Bis dann, Leute. Tschüssi. Ciao.